Tja, egal in welche Liga man schaut, Stürmer sind rar gesät, die 15, 20 Tore garantieren. Da wird es sicherlich auch schwierig für Rot-Weiß Erfurt bis Ende August noch einen zu finden. Von eitel Sonnenschein im Paradies kann man trotz des realen Sommerfeelings im Ernst-Abbe-Sportfeld noch nicht sprechen. Das erkämpfte 0:0 bei einem der Favoriten der Liga, Heidenheim, ist zwar für Trainer Heiko Weber ein richtiger und wichtiger Schritt, aber auf dem Punktekonto sollte es auch mal richtig rasseln. 4 von 15 möglichen Zählern lassen keine Euphorie aufkommen. Und heute gegen die Kickers aus Offenbach soll sich das ändern. Wie? Das sagt uns jetzt Bodo Böck. Naja, es gab ja Lob nach dem 0:0 in Heidenheim. Und zu Velimir Jovanovic sagte Trainer Heiko Weber, in den ersten 45 Minuten, da zeigte er seine beste Leistung. Zum Unentschieden vom Dienstag gibt es nur ein paar wenige Veränderungen. Schimak ist zum letzten Mal gesperrt in Unterhaching. Nächste Woche darf er wieder mittun. Und Zickert auf der Außenverteidigerposition fehlt wegen der gelb-roten Karte. Schulz am 6. Spieltag auf seiner 3. Position. Vom Innenverteidiger übers defensive Mittelfeld zum Außenverteidiger. Raute im Mittelfeld. Henge hinter den Spitzen. Sivkis und Jovanovic. 4.400 Zuschauer, die Gäste aus Hessen von links nach rechts. Ähnliche Situation wie in Jena. 11 Abgänge haben sie zu verzeichnen, 9 neue sind gekommen. Erste Möglichkeit für die Offenbacher Kickers nach 10 Minuten. Das war Lars Bender, der kurzfristig in die Mannschaft kam. War die erste Unsicherheit im Deckungszentrum der Thüringer. Und solche Unsicherheiten werden ja bestraft oder zumindest gibt es gefährliche Situationen, wie in diesem Fall. Er hat einen Aufschwung gesehen, der Trainer, im letzten Spiel am Dienstag in Heidenheim. Ja, nicht unbedingt Laufkundschaft in dieser 3. Liga. Sehr konzentrierter Beginn von beiden Mannschaften. Alle bedacht, keine Fehler zu machen. Jetzt die erste Möglichkeit für den FC Carl Zeiss. Und das war Velimir Jovanovic. War ein schöner Angriff. Über 3 Stationen. Und dann freie Schussbahn für Jovanovic. In Heidenheim hatte er 3, 4 Möglichkeiten dieses Kalibers. Er guckt nach unten, bringt den Kopf nicht mehr nach oben. Robert Wolnikowski konnte parieren, der Schlussmann, der 34-Jährige, der Offenbacher Kickers. Eckball, Miatke. Oh, schwache, zu kurz geratene Abwehr. Alexander Vogt bringt den Ball einfach mal so hinein. Und Neuaufbau, Carl Zeiss. Über Schmidt. Wie gesagt, im defensiven Mittelfeld. Dann Sivkis und dann steht es 1:0 für die Gastgeber. Und ein 18-Jähriger macht das Tor. Fries, Sebastian Fries, der mal von Viktoria Aschaffenburg kam. In der letzten Saison gewann Jena 2:0 am Biebererberg. Und Fries bereitete dort ein Tor von René Eckert vor. Und hier ist er jetzt selbst erfolgreich. Und er sagte, dass mich der Trainer hier aufgestellt hat, von der ersten Minute an, das hat mich schon überrascht. Und er zahlt hier dieses Vertrauen zurück. Auch ein sehr schöner Angriff und dann recken sich die Arme in die Höhe. Hier das Ganze aus der Sicht von Velimir Jovanovic, der dann der erste Gratulant für den Torschützen sein wird. Durchaus verdient die Führung der Thüringer, weil sie konzentriert in den ersten 20, 25 Minuten zu Werke gehen. Sivkis, der die Vorarbeit gegeben hat. Und dann am Bildrand bleibt Wolnikowski liegen. Regt sich kaum noch. Bibiana Steinhaus, die WM-Schiedsrichterin aus Hannover, unterbricht. Und Wolnikowski muss minutenlang behandelt werden. Es sieht bedrohlich aus. Er hat ja auch Pech in dieser Saison, gleich am ersten Spieltag in Heidenheim.
erlitt eine Kopfverletzung. Seitdem trägt er diese Maske. Und hier wird er von einem Bein eines eigenen Verteidigers getroffen. Und es gibt nach einer halben Stunde einen Wechsel im Tor. Wolnikowski geht, ist stinkesauer natürlich, dass er in dieser jungen Saison schon so viel Pech hat und so viel durchmachen muss. Und Endres, Daniel Endres, hütet nun das Gehäuse der Gäste. Und hier wird er gleich auf die Probe gestellt von Miatke. Aufregung natürlich, aber hier darf man dem jungen Mann, der zu Recht Geld bekommt, aber keine Absicht unterstellen. Da konnte er ganz einfach im Eifer des Gefechts nicht mehr zurückziehen. Und nach diesem Zusammenprall erholt sich Daniel Endres dann schnell. Ja, was dort Hickel und Stein veranstalten, ist ebenso unnötig. Spiel nimmt in unerklärlicher Art und Weise an Härte zu. Christoph Siefkes. Ja, da ist es schwer dann gegen 3-4 Mann. Da hat er ganz einfach auch keine Anspielstation. Testrow. Ja, das war nichts. Das war kein Elfmeter. Testrow, Pascal Testrow, der von Werder Bremen kam, soll ja die Tore schießen für die Offenbacher Kickers, nachdem vor allen Dingen Ocean so schmerzlich vermisst wird, der bei Greuther Fürth spielt und da in der zweiten Liga ja schon viermal erfolgreich war. Also das ist ein herber Verlust für Ari van Lent, dem neuen Trainer. Schönes Solo von Schmidt. Der Torschütze Sebastian Fries, das macht er natürlich erstklassig gegen Stefan Hickel. Ja, und dann ist die Fahne oben, Abseitsposition von Velimir Jovanovic, der da aus dem Abseits kam. So deutet es Bibiana Steinhaus, die im Übrigen hier mit Beifall begrüßt wurde. Also das hat man ja auch selten, dass es Applaus für einen Schiedsrichter gibt. Aber das war am Anfang der 45 Minuten. Er kann durchaus zufrieden sein mit der Leistung seiner Mannschaft bis zu diesem Zeitpunkt. Aber ihm ist auch klar, die Gäste werden stärker. Siefkes. Es gab keine Notwendigkeit für Sebastian Fries da einzugreifen, weil die logische Entscheidung Eckball für den FC Carl Zeiss war. Wieder Christoph Siefkes. Ja, war auch nicht ganz so sicher von Daniel Endres. Also durchaus eine ansprechende, auch eine gute Phase des FC Carl Zeiss, aber das hatten wir vor einer Woche gegen Preußen Münster ganz genauso. Da spielte die Mannschaft auch in den ersten 15, 20 Minuten wie aus einem Guss und dann gab es einen unerklärlichen Bruch. Markus Huster. Hickel. Das ist Foulspiel. Das muss eigentlich die Schiedsrichterin sehen. Bibiana Steinhaus unterbricht jetzt. Aber das hätte sie ahnden müssen, dieses Foulspiel von Stefan Hickel an Sebastian Fris. Hier ganz eindeutig weggestoßen. Und das ist nicht nur Freistoß FC Carl Zeiss, sondern das hätte hier auch aus meiner Sicht die gelbe Karte für den Offenbacher geben müssen. Ari van Lent kam aus Aalen, neu in Offenbach, soll für Ruhe sorgen, soll für Kontinuität stehen. Das hatte ja zuletzt nicht geklappt bei den Gästen. Landeka, oh, wie geht der dann da rein? Auch das völlig unnötig. Und dann Hickel und Vogt, die sich da einiges zu erzählen haben. Bibiana Steinhaus schlichtet. Also jetzt kommt eine Hektik in dieses Spiel, die an sich nicht zu erklären ist. Hier dieses Einsteigen von Kroaten Josip Landeka. Dafür sieht er zu Recht die gelbe Karte.
und das tut dem Spielfluss nicht gut. Herr Vogt beschwert sich, wird sicherlich auch darauf hingewiesen haben, was in der Szene davor passierte, als es keinen Freistoß nach dem Foul an Sebastian Fries gab. Da Costa, Schmidt und dann fällt der neue Mann Stefan Vogler und es gibt Elfmeter. Siefkes beschwert sich da. Jovanovic ist außer sich. Hickel freut sich, beglückwünscht Stefan Vogler. Und sie hat ihre Entscheidung gefällt. Elfmeter für Kickers Offenbach. Für Jena unglücklich das Ganze. Hier wird Schmidt gestoßen und dann gibt es eine Kettenreaktion. Er berührt Vogler und Steinhaus pfeift. Strafstoß für Kickers Offenbach und das Ganze nach 44 Minuten. Und da haben sie einen großartigen Spezialisten, den Brasilianer Elton da Costa Junior, der bereits zweimal in dieser noch so jungen Saison getroffen hat. Klappt es auch ein drittes Mal gegen Tino Berbig. Kurz vor dem Pausentee diese Situation. Begleitet wird das Ganze selbstverständlich von einem Pfeifkonzert. Da Costa gegen Berbig. Sicher, sicher, clever, kühl bis in die Zehenspitzen hinein. Der Brasilianer, der seinem Ruf als Elfmeterspezialist auch in dieser Situation gerecht wird. Und für ihn ist es bitter, für den FC Carl Zeiss, der eine halbe Stunde das Geschehen dominiert hat und dann kurz vor dem Wechsel, vor der Pause, den Ausgleich hinnehmen muss. Und das war eine unglückliche Aktion von Ralf Schmidt. Berbig ohne Abwehrchance. Ja? Mit Beifall wurde sie begrüßt. Jetzt gibt es ein Riesenpfeifkonzert für die Polizeibeamtin aus Hannover in Niedersachsen. Pause. Alle hoffen. Vor allen Dingen natürlich die zahlreichen Fans des FC Carl Zeiss. 4.400 Zuschauer. Vielleicht 200, 250 mögen es aus Offenbach gewesen sein. Keine Wechsel. Miatke, der auf Empfehlung von Nils Petersen hier in Jena anheuerte. Beide stehen im engen Kontakt. Und natürlich würde er gerne über einen Sieg berichten nach dem heutigen Spiel. Keine Mühe für Daniel Endres nach diesem Auftakt, nach 51 Minuten von Miatke. Keine weiteren Wechsel im Übrigen. Kickers Offenbach. Sololauf von Hickel erinnert ja fast an den Sololauf, an den Ritt von Ornatelli von vor einer Woche, dem Mittelfeldmann von Preußen Münster. Und so etwas wird ihm nicht gefallen, dem verantwortlichen Trainer der Thüringer. Umkämpftes Spiel in dieser Phase mit vielen Mittelfeldduellen. Wir haben lange nichts mehr von Jovanovic gesehen. Da kommt der Velimir Jovanovic gegen zwei Mann, gegen drei. Dann der Schlenker und immerhin eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit nach 58 Minuten. Hier noch einmal die Ballannahme, die Ballkontrolle, dann das gute Weiterleiten, die gute solistische Darbietung von Velimir Jovanovic. Der Abschluss, der fehlt. Der Erstklassige. Aus der Situation hat er da noch das Beste draus gemacht. Ballverlust, Jena, oh, sowas in dieser Phase, das tut weh. Aber die Mannschaft ist kämpferisch engagiert, aber ihnen unterlaufen jetzt zu viele Fehler. Und dann fällt das 2:1. Hahn, der Torschütze. 74 Minuten sind gespielt. Sie haben wieder entscheidende Duelle im Mittelfeld verloren. Die Thüringer, hier Miatke, dann der Ballverlust und dann Da Costa mit Auge, mit einer Drehung, entledigt er sich allen Bewachern und der Torschütze André Hahn steht ganz einfach besser zum Ball, springt höher als Jenas Verteidiger Kai-Fabian Schulz. Viel, viel Platz für die Flanke des Brasilianers. Und da trifft er optimal in die entlegene Ecke. Da gibt es für Tino Berbig nichts zu halten. Also wieder einmal verspielt der FC Carl Zeiss Jena eine Führung.
Jetzt steht es also 2:1 für die Gäste aus Offenbach. Viermal in dieser Saison ging Jena in Führung und viermal konnten sie diese Führung nicht behalten. Aufholjagd, Henge. Es wurde gewechselt, Henge jetzt in der Spitze zusammen mit Jovanovic. Also er versucht da schon einiges und er bringt junge Leute. Er muss junge Leute bringen, wie Sebastian Doro oder Philipp Grüneberg. Jenas Anhang zwischen Hoffen und Bangen. Kai-Fabian Schulz. Das ist der junge 19-jährige Grüneberg. Druckphase jetzt der Thüringer. Aber ohne die klaren Ideen, ohne die klare Linie. Wenig Mühe für Daniel Endres. Es ist für Kickers Offenbach eine Abwehrschlacht geworden. Und logischerweise natürlich das Bemühen um den Ausgleichstreffer für den Hausherrn. Aber kommen Sie denn noch zu durchdachten Aktionen? Es wird ja bei dieser Hitze jetzt noch eine Frage der Kraft, der Konzentration ja ohnehin. Grüneberg, ja, versucht es. Philipp Grüneberg, der für Fries den Torschützen zum 1:0 hereinkam. Heiko Weber meint ja manchmal, wenn wir wechseln, dann werden wir nicht stärker, sondern schwächer. Das moniert er an seiner Mannschaft. 85 Minuten gespielt. Spiel liegt in den letzten Zügen und logischerweise ergeben sich jetzt Kontermöglichkeiten für Kickers Offenbach. Sie haben zuletzt gegen Oberhausen 1:0 gewonnen. Ein wichtiger Sieg, wie Arin van Lent meint. Und sie gewinnen auch dieses Spiel. Sie gewinnen auswärts bei Carl Zeiss Jena mit 2:1. Und wie gegen Preußen Münster sind sie betröppelt. Die Trainer, die Spieler der Thüringer des FC Carl Zeiss. Diese Niederlage war wie die vor einer Woche ganz, ganz bitter. Christian Müller mit den Stimmen zum Spiel. Ja, ich sag mal, wir haben gut angefangen. Erste Halbzeit. Führen 1:0, dann kriegt man den Elfmeter 1:1. Und dann, ja, war irgendwie wieder ein Knick in der Mannschaft. Und ja, kriegen dann das 2:1. Warum könnt ihr mit Gegentoren nicht umgehen? Warum kippt dann die Mannschaft immer um? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wirklich. Kann ich keine Antwort drauf geben, tut mir leid. Wir kriegen einen Witzelfmeter gegen uns. Bis dahin haben wir das Spiel im Griff. War kein Elfmeter aus Ihrer Sicht? Nein, unser Spieler wird von hinten in den Offenbacher reingeschoben. Und ich habe mich schon gefreut, als er gepfiffen hat, dass er den Freistoß gesehen hat. Und zeigt auf den Punkt. Ja. Das ist, glaube ich, der dritte Elfmeter diese Saison, plus 3 rote Karten. Sieht ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Sieht so aus, als ob ihr es nicht besser könntet. Ja gut, das MDR sieht immer so, dass wir es nicht besser können. Das habe ich schon häufiger mitgekriegt. Aber da muss ich euch leider enttäuschen, wir können es schon besser. Wann zeigt ihr es endlich? Dann, wenn ihr nicht damit rechnet. Wie oft hat Offenbach erste Halbzeit aufs Tor geschossen? Vielleicht einmal. Ja, kriegen Elfmeter, gehen 1:1 zur Halbzeit rein. Und wir sind ja nicht imstande, aus unseren Chancen noch ein Tor zu machen. Und dann verlierst du 1:2. Ist wirklich, im Moment ist es zum Kotzen. Mehr muss man nicht sagen dazu. Mehr muss man nicht sagen, Entschuldigung, wenn ich sowas sage. Tschüss. Tja, manchmal sind Worte wie Scheinwerfer, die bislang unberührte Ecken ausleuchten. Man muss nicht alles kommentieren. Was gesagt wurde, war deutlich genug. Guido Solus, bitte. Ja, aber ich denke, Sie haben vielleicht noch Interesse, über den Elfmeter zu diskutieren. Das können Sie natürlich bei uns im Internet. Und